Leverkusen baut auf Kramer. Die Werkself plant kommende Saison fest mit dem an Gladbach ausgeliehenen Weltmeister. Christophs Vertrag bei ihnen laufe bis 2017. Alles andere zähle nicht. Er stehe ihnen in der kommenden Saison sicherlich gut zu Gesicht, sagte Leverkusens Manager Jonas Bolt dem Kicker. Ein mögliches Angebot von Borussia Mönchengladbach dementierte Bolt. Es gebe kein Angebot, so der 32-Jährige. Zuvor war berichtet worden, dass Gladbach bereit wäre, rund 15 Millionen Euro für den 23-Jährigen zu zahlen. Kramer war 2013 für 2 Jahre von Leverkusen zur Borussia ausgeliehen worden. DFB will Bremer helfen. Natürlich seien sie bemüht, Andreas Brehme zu helfen und stehen in Kontakt mit ihm, sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach der Bild. Niersbach begrüßte ebenfalls den Vorschlag von Franz Beckenbauer zur Gründung eines Sozialfonds für ehemalige Spieler, die ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind. Eine gute Idee von Franz. Es gebe auch bereits die Sepp Herberger Stiftung, die sich genau das zur Aufgabe gemacht habe, sagte der DFB-Präsident. Zuvor hatte die Bild über eine Zwangsvollstreckung von über 172.000 Euro beim ehemaligen Weltmeister Andreas Brehme berichtet. Löw lobt Rüdiger. Der Nationaltrainer sieht gute Chancen für den 21-Jährigen im Kreise der Nationalmannschaft. Toni Rüdiger macht bei uns im Training eben auch in der Defensive einen sehr starken Eindruck, also was Zweikampfverhalten betrifft, Kopfballstärke. Also es ist durchaus möglich, dass ich ihn auch mal auf dieser Position sehe, aber Sorg oder Günther, das sind schon auch Spieler mit Perspektive. Ja. Rüdiger bestritt vergangene Woche beim 2:4 gegen Argentinien erst sein 2. Länderspiel. Podolski denkt nicht an Rücktritt. Der Abschied aus der Nationalmannschaft stand für den Weltmeister nie zur Debatte. Der Hunger sei noch immer da. Sein nächstes großes Ziel sei die Europameisterschaft, sagte Podolski dem Kicker. Er habe noch Spaß daran, für Deutschland zu spielen. Er sei mit Freude dabei und dies ändere sich auch nicht, so der 29-Jährige. Den Konkurrenzkampf innerhalb der DFB-Elf fürchtet er nicht. Er brauche sich vor keinem zu verstecken. Und er sei nicht nur hier, weil er der Spaßvogel Podolski sei und für gute Laune sorge. Er sei hier, weil er es sich verdiene, sagte der Kölner.